Konfuzer, ja schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit der letzten Doppelfolge Realer Irrsinn, die wir dieses Jahr live auf Twitch zusammen reacten. Zwei Folgen, diesmal habe ich darauf geachtet, dass sie zusammenpassen, nicht so wie bei der letzten Folge. Und wir fangen an mit zu viel Biogas in Franken. Ja, und kann man momentan eigentlich zu viel Gas haben? Ich glaube irgendwie nicht. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Aber ich glaube, was da passiert, das ist gar nicht so gut. Aber starten wir mal rein in die Folge und schauen es uns an. Die Kühe sind schon mal schön. Das sind fleißige Arbeiter und Arbeiterinnen im Dienste der Energiewende. 150 von ihnen sind auf dem Biobauernhof von Hannes Porzelt in Merkendorf in Bayern angestellt. Sie liefern ordentlich Gülle und Mist für die Biogasanlage. Aus klimaschädlichen Pupsen wird so ein nachhaltiger Rohstoff, der hilft, fossiles Gas zu ersetzen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und dass er dafür nicht nur die Damen der Kuhwelt nimmt, sondern auch die Herren, also die Ochsen, ist doch gar nicht so schlecht. Und so wird aus dem Zeug, was dann nicht gut riecht, wenigstens noch was Brauchbares. Allerdings, wir wissen ja, es ist zu viel. Gucken wir mal, was damit passiert. Ich kann es mir schon vorstellen, weil ich das Thumbnail des Originals gesehen habe. Nicht so schön. Ganz im Sinne des grünen Wirtschaftsministers. Die Preise sind hoch. Ich gehe nicht davon aus, dass im Moment verschwendet wird in Deutschland. Nein, es wird überhaupt nicht verschwendet. Aber im Übrigen, ihr wisst ja, seit gestern ist der erste LGN-Terminal in der Mache. Und wenn die anderen drei oder vier, die gebaut werden sollen, fertig sind, haben wir in diesem Winter keine Probleme mehr. Die Frage ist jetzt, werden die in diesem Winter noch fertig? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also der erste war relativ schnell fertig, aber ja, gut. Bloß nicht. Mit der Gülle-Kleinanlage wird seit 2016 Strom für bis zu 200 Haushalte produziert. Mit diesem Motor. Ist doch schön. Stellen wir noch einen zweiten daneben, können wir für 400 Haushalte Strom erzeugen. Und wenn wir noch einen dritten daneben stellen, sind es schon 600. Ist doch nicht schlimm und nicht schlecht, ist doch gut. Und es könnte noch viel mehr dringend benötigter Strom sein. Doch die Anlage ist auf einen Motor mit maximal 75 Kilowatt Leistung begrenzt. Muss man das jetzt verstehen oder kann man da einen stärkeren Motor einbauen? Wir dürfen hier nicht mehr produzieren an diesem Standort, dürfen auch keinen zweiten Motor herstellen, weil es einfach gesetzlich so definiert ist. Moment, Moment, Moment. Es ist gesetzlich so festgelegt, dass man nur einen Motor mit 75 Kilowattstunden benutzen darf. Wir brauchen aber mehr Strom. Da könnte mehr Strom gemacht werden. Warum ändert man nicht das Gesetz? Ich meine nur so, also, wir brauchen es doch, also macht's doch einfach. Und zwar im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Oh Mann. Das von Habeck geführte Ministerium schreibt dazu: Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gülle-Kleinanlage war die förderfähige installierte Leistung begrenzt, um Gülletourismus zu vermeiden. Entsprechend höher war der Fördersatz. Es geht jetzt nicht allen Ernstes darum, dass diese Anlage jetzt schon ein paar Jahre läuft und dafür ein bisschen mehr Geld. Der Besitzer würde doch Geld in die Hand nehmen, um da wieder was dazu zu bauen, damit noch mehr gemacht werden kann. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich Angst, dass der dann kommt und sagt, ich möchte gern gefördert werden. Oh Mann, ich sag's ja immer wieder. Politiker müssen, wenn sie in die Politik einsteigen und einen höheren Posten annehmen, irgendwo ihr Gehirn abgegeben haben. Die staatliche EEG-Förderung gibt es also nur für auf dem Hof produzierten Kuhdung. Doch Porzels Arbeiter wissen nichts von einer Bemessungsgrenze bei 75 kW und kacken munter weiter. Diese 75 kW-Begrenzung hat für uns jetzt die Auswirkung, dass wir jetzt halt eigentlich schon immer nur noch einen begrenzten Teil vom Mist auch in die Anlage reintun dürfen. Einen Großteil vom Mist haben wir jetzt halt schon ungenutzt, auch dieses Jahr auf die Felder ausgebracht. Ich gehe nicht. Okay, also, wir fassen das jetzt noch mal kurz zusammen. Die Kühe würden wesentlich mehr Mist produzieren, als diese Anlage verbrennen kann. Die Anlage könnte, wenn sie mehr verbrennen dürfte, was sie könnte, wenn ein neuer Motor oder ein zweiter Motor da wäre, mehr Strom produzieren, den wir ja dringend brauchen. Das darf sie aber nicht, weil aufgrund der Förderung, die sie bekommen haben,
Angst besteht, dass Kühe von der Kuhmist von außerhalb reinkommt. Der braucht doch gar keinen Kuhmist von außerhalb. Der hat doch selber genug. Oh mein Gott. Mensch, Leute. Und dann fragt ihr euch, warum man sich über Politik aufregen kann. Ich gehe davon aus, dass im Moment verschwendet wird in Deutschland. Nö, es wird nicht verschwendet. Es wird ja auf die Felder gebracht. Da kann man es ja auch gut gebrauchen. Habeck, spring mal hoch und runter und nochmal hoch, nochmal runter. Vielleicht rutscht dann das Gehirn wieder in die richtigen Windungen und macht die richtigen Klicks, damit du die Gesetze ordentlich machen kannst, die wir dann brauchen, damit sowas nicht passiert. Hier schon. Kostbarer Brennstoff kommt aufs Feld. Dieses Methan geht dann in den Himmel, ohne verbrannt zu werden, ohne energetisch genutzt zu werden. Ja, und damit wird es verschwendet. Definitiv. Also, wird doch in Deutschland Energie verschwendet. Klimatechnisch ist das im Prinzip eine Katastrophe. Denn Methan ist 25 Mal schädlicher als CO2. Dann doch lieber zu Strom machen. Aber der kleine Motor kann nicht alles produzierte Gas auch nutzen. Was passiert dann damit? Soll ich es euch sagen? Ich weiß es. Es wird verbrannt. Da muss dieses Gas gezielt über der Fackel, über die Notverbrauchseinrichtung abgefackelt werden. So sieht nachhaltige Biogasnutzung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aus. Und das hat Habeck gemacht. Bis gerade eben fand ich diesen Mann noch einigermaßen intelligent. So ein ganz kleines bisschen zumindest. Ich glaube, die Intelligenz ist ihm doch noch abhanden gekommen. Mensch, grüner Habeck, mach was! Dass man Gas abfackeln muss, ist natürlich Wahnsinn eigentlich. Also wir sprechen davon, dass wir ein Gasproblem haben, dass wir eine Gaspreisbremse eruieren und dann müssen wir Gas abfackeln. Also im Übrigen mal zu dieser Gaspreisbremse, die bräuchten wir eigentlich gar nicht, wenn die die Stromhersteller, beziehungsweise diejenigen, die uns den verkaufen, das sind ja nicht mal die den herstellen, meistens sind das ja irgendwelche, kaufen die dann selber irgendwo ein, wenn die nicht so gierig wären, weil der Gaspreis auf dem Weltgasmarkt ist wesentlich geringer, als er am Anfang der Krise war. Und das, was jetzt gemacht wird, ist eine künstliche Erhöhung des Preises, damit er wieder verringert werden kann und sie am Ende wieder sich tierische Kohle in die Tasche stecken können. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine Frechheit. Wenn bei euch das passiert ist, schreibt an euren Stromanbieter oder Gasanbieter und fragt nach, warum er diesen Preis so massivst erhöht hat und lasst es euch nachweisen. Kann er das nicht, braucht ihr ihn nicht zu bezahlen, weil dann fehlt ihm die Nachweispflicht und dazu ist er verpflichtet. Wir könnten viel mehr Biogas produzieren in Deutschland, wenn man die Landwirtschaft machen ließe. Und seht ihr? Lasst die Landwirte machen, dann haben die auch noch ein bisschen Zusatzeinkommen, können damit ein bisschen besser wirtschaften und wir haben vielleicht auch wieder keine Krise, die künstlich herbeigeredet worden ist. Das Bundesministerium lässt die Landwirte jetzt ja auch und hat die 75-kW-Regelung aufgehoben. Allerdings gilt dies nur für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden. Hey, ich habe die Idee. Lege die Anlage still. So, dann tust du sie 2023 wieder in Betrieb nehmen. Mit einem neuen Motor, mit einem größeren Motor. Und schon hast du die Möglichkeit, da mehr zu produzieren. Wäre doch ein Kniff, oder? Ist halt Pech, dass Porzels Anlage schon älter ist. Genau wie rund 700 weitere in Deutschland. Bei allen muss Gas im Zweifel abgefackelt werden. Jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, der hilft. Ja, da wird aber viel verbrannt, Herr Habeck. Mann, man kann es immer nur wieder sagen. Bitte, kapier's doch endlich. Und jeder Kubikmeter Biogas, der umsonst verfeuert wird, der ist echter Mist. Ja, da kann man nicht viel weiter dazu sagen, das ist wirklich Mist. Und wenn euch dieser Teil der Sendung schon gefallen hat, dann könnt ihr schon mal ein Däumchen hoch geben. Natürlich auch abonnieren, wenn ihr auf YouTube seid und das Ganze euch anguckt. Aber schaltet nicht ab, da geht es nämlich gleich noch weiter.
Und wir schauen uns noch eine zweite Folge an, die ein bisschen was damit zu tun hat. Als erstes mache ich aber mal das, was ich immer mache. Abonniert habe ich die Kollegen von Extra 3 schon. Und da gibt es jetzt ein Like. Das könnt ihr dann im Nachhinein auch machen. Die freuen sich darüber. Und ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, der Link ist da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das wird auch mit dem Link zum zweiten sein. Da haben wir jetzt mal drauf. So, wir haben es hier schön schwarz. Aber wir sehen ja schon, es geht ums Heizen. Es hat ja ein bisschen was mit dem Gas auch zu tun. Das wird ja teilweise auch zum Heizen benutzt. Und hier haben wir was wir jetzt alle momentan tun. Wir frieren, aber wir frieren nicht, weil wir nicht unsere Heizungen finden. Nein, wir frieren, weil wir solidarisch mit anderen Personen sind und deswegen halt die Heizung nicht so hochdrehen. Aber hier ist ein Museum, die haben was verloren. Nämlich 10 Jahre lang ihre Heizung und dann haben sie sie wiedergefunden. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Also gucken wir uns an, wo sie ihre Heizung gefunden haben. Im Bad Segeberger Museum haben sie eine sensationelle Entdeckung gemacht. Sie haben ihre Heizung gefunden, das kann ich euch schon versprechen. Aber Bad Segeberg, da war ich schon. Wisst ihr nämlich warum? Da habe ich mir damals mal die Karl-May-Festspiele angeguckt, als ich noch eine ganz kleine Steppke war. Und da war ich mit meinen Großeltern. Die leben leider nicht mehr. Es war nämlich immer so kalt im alten Haus von 1541. Das war nicht immer leicht für die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Es ist halt ja, schattig, kühl halt. Wenn man auf einer Stelle stehen bleibt, dann ist es also fußkalt. Ja, habt ihr gesehen? Da stand er, der Winnetou. Von den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Das Museum gehört dazu. Ob das damals, als ich da war, so kalt war, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab. Und deshalb hat der Museumsleiter schon vor 10 Jahren verkündet. Da hat der damalige Leiter gesagt, also wir machen im Winter zu, weil es keine Heizung gibt. Ich würde sagen, Sie haben garantiert irgendwo eine Heizung gehabt. Sie haben sie nur nicht gefunden. Sonst würden Sie sie ja jetzt nicht finden, weil ich denke mal nicht, dass die zwischenzeitlich eingebaut worden ist und keiner wusste was davon. Und dann kam Herr Schweim. Der neue Ehrenamtliche im Museum ist zufällig Elektroinstallateurmeister. Ah. Und verfügt deshalb über interessante Kenntnisse. Bei mir kam die Museumsleiterin an und sagte, mir ist kalt, ich kann unten nicht mehr sein. Okay, also das ist ein Heizschacht, das weiß selbst ich. Da kommt normalerweise warme Luft raus. Und da hat der Elektroinstallateurmeister mal recherchiert. Als ich dann die Lüftungsschlitze gesehen habe, da habe ich mir natürlich gedacht, irgendwo muss da auch was Warmes rauskommen. Muss es eine Heizung geben. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ist das vorher niemandem aufgefallen? Er beschloss, mal genauer nachzusehen. Im Keller. Und was sieht er? Überraschung. Eine Heizung. Das war jetzt Dommage. Eine Heizung. 10 Jahre lang war das Museum im Winter geschlossen, weil es keine Heizung gab. Und jetzt gibt es doch eine? Ja, seht ihr, hättet ihr vorher mal geguckt, dann hättet ihr 10 Jahre lang im Winter durchaus Umsatz machen können. Diese große sogenannte Heizungsanlage, warum die keiner gesehen hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war keiner in diesem Keller. Natürlich war die Heizung nach 10 Jahren Stillstand auch etwas hinüber. Fest war diese Pumpe. Aber da müssen Sie nur hier vorne die Schraube lösen, einmal drehen und dann läuft sie wieder. Gut, dass das Museum einen Heizungstechniker in seinem Mitarbeiterstand hat. Jetzt nur noch schnell das verschollene Thermostat finden. Ein Heizungskrimi. Die Leitungsverfolgung ergab denn, dass hinter dieser Dekowand ein Thermostat sein musste. Mit dem Spiegel haben wir gesehen, dass da was war. Dann haben wir sie weggenommen und haben dann diesen schönen Thermostaten da gefunden, der im ausgeschalteten Zustand vor sich hin dämmerte. Der arme Thermostat, er wollte so gern arbeiten und dürfte nicht, weil er verbaut worden war.
Den haben wir eingeschaltet und dann lief es wieder. Dank Herrn Schwein ist die dunkle Eiszeit im Museum endlich vorüber. Und ganz Bad Segeberg freut sich mit. Eigentlich unmöglich, weil im Grunde genommen, man muss doch wissen, ob im Haus eine Heizung ist. Ja, normalerweise sollte man das tun, aber irgendwie haben die das verpeilt. Man hat nicht richtig geguckt wahrscheinlich. Nach 10 Jahren festzustellen, dass doch eine Heizung... Und jetzt, wo die verschwundene Heizung wieder aufgetaucht ist, ist das Museum auch im Winter wieder geöffnet. Super. Super, das bringt Einnahmen ins Haus und ja, die können Sie definitiv gebrauchen, da können Sie die Heizung erneuern. Kommen Sie ins Segeberger Bürgerhaus und bewundern Sie die neueste Museumsattraktion. Die Heizung! Ja, das war wie gesagt, fahrt nach Bad Segeberg. Geht nicht nur zu den Karl-May-Festspielen, die dort sind. Nein, geht auch ins Museum und schaut euch die tolle Heizung an, die ganz wichtig war, dass das Ding auch im Winter aufhaben kann. Also falls ihr mal nicht mehr wisst, was ihr im Winter machen sollt. So. Ja, genau. Also, wir machen jetzt hier ein Like, wie immer. Genau. Und damit wäre diese Doppelfolge realer Irrsinn beendet. Und Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt bis hier dran geblieben seid, wiederhole ich das nochmal, was ich schon beim ersten Teil gesagt habe. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst mir ein Like da und ein Abo. Das könnt ihr da unten machen. Dann etwas tiefer könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen mit Ideen, Anregungen, Tipps, Kritik, Lob und so weiter, alles Mögliche. Ich gehe da auch auf jeden Kommentar ein. Und ja, ihr könnt mir damit ein bisschen helfen, also mit all den Dingen, die ich jetzt genannt habe. Das macht ihr aber bitte nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen von Extra 3. Der Link zu den beiden Videos in diesem Ding ist auch da unten in der Videobeschreibung. Also die beiden Links. Könnt ihr draufklicken, dann da lassen, euch euren Like und euer Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und ja, genau. Damit wäre dann das soweit. Und mir bleibt nur zu sagen, wir sehen uns beim nächsten realen Irrsinn wieder. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.